Meine Damen und Herren, ich möchte mich jetzt mit Ihnen an etwas erinnern, das fast 25 Jahre lang zu den Fixterminen in den Weihnachtstagen zählte, nämlich die Weihnachtspremiere der Wiener Eisrevue. Die Wiener Eisrevue, vor 10 Jahren verkauft an Holiday on Ice, hatte viele Stars, aber ein Star hat alle anderen überstrahlt und das war Eva Pavlik. Zuerst als Solistin und dann auch mit ihrem Mann Rudi Seliger als Paarläuferin, was ihre Vielseitigkeit bewiesen hat. Und ich freue mich, dass wir heute ihren Sohn da haben, Dr. Roman Seliger. Und er hat ein Buch über die Wiener Eisrevue geschrieben, das in diesen Tagen herausgekommen ist. Roman, war das ein Danke an Ihre Eltern, dieses Buch? Das Buch ist aus zwei Gründen entstanden. Erstens habe ich es in Gedenken an meine Eltern geschrieben, die ich vor etwas mehr als 10 Jahren verloren habe. Andererseits wollte ich damit ein bleibendes Dokument über die Wiener Eisrevue schaffen, die ja jahrzehntelang Millionen Menschen in vielen Ländern der Welt begeistert hat. In Wien ist man ja am Heumarkt, hat man ja am Heumarkt gespielt, wo es also kalt war im Freien und wo die Leute sich eingewickelt haben in Decken und sich Zeitungspapier in die Schuhe gesteckt haben und bis zum Ende der Revue ausgeharrt haben in einer Begeisterungsfähigkeit, die man sich ja wahrscheinlich halt kaum mehr so vorstellen kann. Es war ein Abenteuer hinzugehen, aber ein schönes. Otto Schenk hat das Vorwort zu dem Buch geschrieben, wo er sich an diese Zeit sehr gut erinnert. Und die Wiener Eisrevue ist ja dann in Wien übersiedelt, in den Messepalast und schließlich in die Stadthalle. Und das Titelbild meines Buches zeigt eine Szene aus der ersten Produktion in der Stadthalle, die eine besondere Produktion war. Denn neben Stars wie beispielsweise Emmy Butzinger hat es erstmals 3 Wiener Europameisterinnen gegeben, die in der Wiener Eisrevue präsentiert wurden. Eva Pavlik, Hanna Eigl und Ingrid Wendel, die nach ihrem 2. Europameisterschaftsgold ihr Profidebüt bei der Wiener Eisrevue gefeiert hat, mit großem Erfolg, wie ich weiß. Ja, Roman, Sie haben gut recherchiert, habe ich den Eindruck. Es gibt also eine Menge darin zu lesen, zu schauen, wenn man sich an diese glanzvolle Zeit einer österreichischen Institution erinnern will. Roman, Sie selbst sind nie Eisläufer geworden, wahrscheinlich wollten Sie das nicht. Aber Sie sind auch so etwas wie ein talentiertes Kind gewesen, haben schon sehr zeitig Auftritte gehabt als Pianist. Jetzt sind Sie Jurist. Könnten Sie sich ein bisschen mit uns an den Robert Stolz erinnern, der ja unsere Musik geliefert hat? Würden Sie so nett sein? Gerne. Ja?